Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Bleeder Kit, IFAK, Trauma Kit, was denn nun? Wir zeigen euch, was reingehört. Wir haben euch ja schon hier das Enkelkit von FrogPro vorgestellt und auch die Orthos Med Pouch. Da kamen von euch die Fragen, was sollen wir denn in die Medikits reinpacken überhaupt? Wir haben jetzt mal uns hier die ganzen Materialien zusammengestellt und wollen euch jetzt mal einen kurzen Überblick geben, wie ihr es tragt, was ihr tragt oder warum das so getragen wird. Prinzipiell, vorab, bevor ich jetzt hier anfange, die Sachen auszupacken, würde ich euch empfehlen, macht euch Gedanken, wie seid ihr unterwegs, wo seid ihr unterwegs und vor allem mit wem seid ihr unterwegs. Seid ihr alleine unterwegs oder habt ihr jemand in der Gruppe, der eine medizinische Ausbildung hat? Oder ja, das ist erstmal der erste Faktor, den man da mit einberechnen muss. Ich habe mein Setup so aufgebaut, dass die Grundversorgung für mich am Mann ist, beziehungsweise dass ich ein Medikit habe, wo ich selber helfen kann und wo ich auch, wo mir geholfen wird damit. Und der Fokus liegt hier auf Schussverletzungen. Also an jedem Schießstand oder in jedem Auto oder überall, wo ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, gibt es Verbandskästen. Da ist Standard-Equipment drin, aber da ist jetzt nichts drin, was euch jetzt akut mal hilft bei einer Schussverletzung. Ja, ich meine, gut, im Alltag wird auch wenig geschossen bei uns hier in Deutschland, aber man sollte halt schon vorbereitet sein, ist so unser Ding da hinten dran. Auf dem Schießstand habt ihr immer, an jedem Schießstand, das ist vorgeschrieben, gibt es einen Verbandskasten. Ja? Jetzt hatten wir, als der Florenz das Gürtel-Setup-Video gezeigt hat, mit seinem Medikit dran und dem IFAK auch, hat er gesagt, da gab es Kommentare, ja, aber an jedem Schießstand ist doch ein Medikit. So, jetzt sage ich euch mal Folgendes. Ihr seid auf einem 300 Meter Schießstand, seid vorne auf 25 Meter, macht da irgendwelche Drills und einer schießt sich ins Bein. So, bis da jemand hintergelaufen ist, das Medikit geholt hat und wieder nach vorne gelaufen ist, ist derjenige vorne schon verblutet. Also, hört nicht auf den Quatsch. Ein Tourniquet am Gürtel oder ein bisschen mehr noch, das stört niemand. Das ist einfach nur eine gute Sache. Solltet ihr auf jeden Fall verinnerlichen. Also ich mache das auch wirklich so, dass ich im Alltag tatsächlich diese Gegenstände dabei habe, weil man weiß nie, wozu man es brauchen kann. Deswegen denkt dran, Medic ist wichtig. Okay, aber dann gehen wir jetzt mal hier über die Sachen drüber. Die Amerikaner nennen ihr Erste-Hilfe-Kit das IFAK. IFAK steht für Individual First Aid Kit. Ist schon eine ganze Weile im Einsatz. Das ist ungefähr so ein Paket. Darin ist standardmäßig enthalten ein Tourniquet, Quicklot, Chest Seals, Verbandsmaterial, Handschuhe, ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Das wurde immer weiter ausgebaut, sage ich mal. Und irgendwann ist es so weit gekommen, dass die Dinger wieder kleiner geworden sind, dass man ein Traumakit hatte, das wirklich nur aufs Minimum beschränkt war und der Rest vom Gruppensanitäter dann übernommen worden ist. Ja. Die Bundeswehr geht einen ganz anderen Ansatz, da hat wirklich jeder noch mehr mit dabei. Da ist noch eine Ringerlösung mit dabei, da sind Antropinspritzen mit dabei und weiß der Teufel, was noch extra noch mit dabei ist. So weit wollen wir heute auch nicht gehen. Aber wenn ihr da irgendwie noch Anmerkungen habt oder Anregungen, dann könnt ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wir haben da auch Kontakte, können wir gerne auch nochmal ein Bundeswehr-Kit im Detail vorstellen. Das wäre auch kein Thema. Aber wir gehen jetzt mal hier über das Setup. Ich finde es wichtig, dass man mindestens zwei Sets am Mann hat. Ja, eins, das quasi für einen selbst ist, das, wo einem geholfen wird. Das rührt man nicht an. Das ist wirklich, das ist so, das bleibt so. Das ist am Mann und damit wird mir geholfen. Und ich habe dann gerne noch ein weiteres Kit, wie hier jetzt das Enkelkit in dem Fall. Das nutze ich, um anderen zu helfen. Und deswegen werdet ihr jetzt auch gleich sehen, die sind fast gleich aufgebaut. Also vom Inhalt her ist es identisch. Aber nur, dass ihr dann im Hintergrund wisst, warum ich das so trage. Wir haben hier ein Cat-Tourniquet. Wir haben ja schon mal ein extra Video über Tourniquets gemacht, was es für verschiedene Varianten gibt. Das Cat-Tourniquet ist mit eines der verbreitetsten, sage ich mal. Es ist aber auch anfällig, solltet ihr wissen. Also es gibt auf eBay einen Haufen Kram, gefakten Kram, gefälschten Kram, wo die Stifte brechen. Also gebt mehr Geld aus, kauft die Originale. Da macht ihr euch einfach sonst unglücklich mit. Diese Cat-Tourniquets sind, wie gesagt, sehr empfindlich. Die werden leicht porös in der Sonne. Das heißt, solltet ihr Einsatzkräfte sein, die irgendwo im Ausland in der Sonne unterwegs sind oder bei hoher Kälte oder bei hoher Temperatur halt, dann solltet ihr nach dem Einsatz die Dinger austauschen, egal ob ihr sie verwendet habt oder nicht. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, von diesen Cat-Tourniquets trage ich an meiner Ausrüstung zwei Stück. Eins am Plattenträger und eins hier, wie gesagt, unten an dem Kit, das ich selbst nicht anfasse.
So, Tourniquets kann man nie genug haben, vor allem in unterschiedlichen Varianten. Hier habe ich noch ein Reds Tourniquet, das haben wir auch schon vorgestellt. Ist im Prinzip hier, wir sind ja hier aus der Frankfurter Ecke, Frankfurter Applaus, ihr kennt das ja, ganz normal, also alle, die Heroin regelmäßig konsumieren, sollten das kennen. Ist einfach ein Band zum Abbinden, wird gewickelt, wird dann hier eingeklemmt. Guckt euch das Tourniquet-Video an, da wird die Anwendung nochmal genau gezeigt. Also, das ist auch gut. Ich trage das extra noch mit dabei, weil wir haben das Problem, beziehungsweise es könnte ja vorkommen, dass mal ein Tier oder ein Kleinkind verletzt ist, wo die großen Cat-Tourniquets nicht funktionieren. Und da habe ich dieses Reds-Tourniquet dafür. So, parallel, damit wir auch noch mehr Varianten haben, habe ich hier im Ankle-Kit nochmal das SWAT-Tourniquet. Das ist wie so ein Terra-Band, also ein ganz breites elastisches Gummiband. Wird gewickelt, tut nicht so weh. Auch ebenfalls vorgestellt im TQ-Video im Speziellen. Das ist, denke ich, für den Alltag besser geeignet als ein Cat-Tourniquet, weil es nicht so aufträgt, weil man das super gut tragen kann. Das Reds-Tourniquet würde auch gut gehen, aber ich finde, gerade hier am Ankle ist das SWAT-Tourniquet die perfekte Wahl, um das dann auch mitzuführen. Also noch ein Tourniquet mehr. Dann, ganz wichtig, Handschuhe. Die sind zum Schutz für euch und zum Schutz für euer Gegenüber. Falls ihr irgendwelche ansteckenden Krankheiten habt, steckt ihr denjenigen nicht an. Und vice versa natürlich. Handschuhe deswegen immer tragen, ist für euren Schutz und für den Schutz des Opfers. So, habe ich natürlich dann auch entsprechend in jedem Paket. Legen wir es mal aufeinander, dass wir da nicht so viel Platz verschwenden hier. Dann haben wir als nächstes den Wendeltubus. So, die gibt es in verschiedenen Längen. Wendeltubus ist für Mund-zu-Nase-Beatmung. Das heißt, das Ding, das Röhrchen wird in die Nase eingeführt und dadurch könnt ihr dann beatmen. Es wird eingeführt in die Nase, das heißt, da solltet ihr auch immer irgendwas zum Gleiten haben. Im Zweifelsfall, auch wenn es eklig und unhygienisch klingt, spuckt drauf, wenn ihr nichts habt. Aber bietet sich an, hier so ein bisschen Gleitgel mit dabei zu haben. So, den Wendeltubus haben wir auch hier. Da sieht er noch ein bisschen schöner aus. Da könnt ihr das auch mal sehen. Da ist er nicht so geknautscht vom Knöchel. So sieht das Ding aus. Das ist zur Beatmung. Dann gehen wir weiter. Ein Chest Seal, beziehungsweise zwei Chest Seals. Ihr solltet immer zwei Chest Seals in Kombination haben. Also ich habe dann quasi insgesamt vier Stück. Nämlich hier zwei und da zwei. Ein Chest Seal, sagt der Name schon, Chest heißt Brust und Seal heißt versiegeln. Damit wird die Brust versiegelt. Bei einem Brustschuss kann das vorkommen, dass das Material oder beziehungsweise die Eingeweide nach außen drücken. Und dafür ist das Chest Seal da. Das wird im Prinzip oben drauf geklebt, dicht gemacht und hat aber auch noch Ablauföffnungen im Prinzip, dass da schon noch ein bisschen Blut entweichen kann, aber halt kontrolliert und nicht unkontrolliert. Und zwei deshalb auch, weil, wenn ihr den Einschuss habt, habt ihr vielleicht auch noch hinten die Austrittswunde. Das heißt, da muss dann auch noch eins drauf. Also ein Chest-Seal ist kein Chest-Seal, immer zwei. In dem Fall jetzt doppelte Ausführung, vier Stück. Als nächstes haben wir die Bandage. Ganz normaler Druckverband im Endeffekt. Also ihr habt quasi eine Wundauflagefläche, habt dann da Verbandsmaterial drumherum. Das wird dann zum Stillen der Wunde genutzt. Wenn ihr merkt, das reicht nicht, das blutet immer noch durch, nicht entfernen, sondern noch eins oben drauf packen und noch eins oben drauf packen und noch eins oben drauf packen. Also einfach immer oben drauf, immer Druck von oben ausüben, niemals das alte wegmachen, sondern wirklich immer drauf damit. Haben wir hier gesagt, hier die etwas dickere Variante aus Israel. Und das hier ist von Clear. Die ist ein bisschen schlanker, ist eine 4 Zoll Bandage, aber genau dasselbe im Endeffekt wie das israelische Paket. Aber hier, dass ihr es einmal nochmal seht, so nebeneinander, die ist schon nochmal ein ganzes Stück dünner. So, natürlich muss man auch irgendwie diese Bandagen eventuell mal tapen. Das heißt deswegen Frog Tape, ganz normale Pflasterstreifen. Habe ich auch jeweils einmal hier und einmal in dem anderen Kit mit drin. Da sind sie. So. Ja, hier wäre übrigens auch nochmal das Gleitmittel für den zweiten Tubus. Das habe ich vorhin noch nicht dazu gepackt. So, dann haben wir Quicklot. Quicklot. Gibt es in allen erdenklichen Ausführungen, ist im Endeffekt eine Gase, die in die Wunde gestopft wird. Ich habe hier extra mal eine
Trainings-Quicklot mitgebracht, was man auspacken kann. Das machen wir jetzt auch mal. Das ist Z-förmig gefaltet und ihr werdet dann einfach, wenn ihr eine Wunde habt, einen Arterienschuss oder sonst irgendwas, wo ihr dann dieses Material reinpackt, das wird dann so reingestopft und das ist behandelt mit diesem Wund- oder blutstillenden Mittel, was dann im Prinzip die Blutung stoppt. Und das wird hier quasi einfach immer so weiter reingepackt, bis es all ist. Ja, und dann drückt ihr nochmal drauf und guckt. Und wenn es immer noch nicht gestoppt ist, geht es weiter. Noch eins oben drauf und so weiter. Also von daher auch haben wir hier zwei Stück. Wenn ihr mehr Platz habt, nehmt noch mehr mit. Also das kann man auch nie genug haben. Dann habe ich hier, was ich nicht im großen Kit habe, das habe ich jetzt nur hier, nochmal die klassische Rettungsdecke. Habe ich mir gedacht, das ist im Alltag auch auf jeden Fall sinnvoller. Brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Ist jetzt kein absolutes Notwendigkeit in einem Medikit oder einem Traumakit, aber es ist nicht verkehrt, wenn man eine hat. Für Unterkühlung, für wenn es zu heiß ist, Isolierung. Also einfach eine ganz normale Rettungsdecke, wie sie in jedem Kfz-Verbandskasten auch zu finden ist. Dann habe ich hier nochmal im Großen, was ich auch nicht im Kleinen habe, ist nochmal einfach komprimierte Gase, aber das ist einfach unbehandeltes Material. Einfach nur Mullbinde ohne blutstillende Mittel. So, dann haben wir hier noch zum Schluss aus den beiden Kits. Das hier sind Dekompressionsnadeln. Die braucht ihr für den sogenannten Spannungspneumothorax. Ich erkläre euch den jetzt nicht, weil das ist viel zu umfangreich. Da gibt es dutzende Videos, wo das gut erklärt wird. Im Endeffekt geht es darum, die Lunge, du atmest ein, dass die Luft bleibt im Oberkörper und kann nicht mehr normal ausgeatmet werden. Mit jedem Atemzug verringert sich das Volumen, der Druck steigt, die wichtigen Organe werden zur Seite gedrückt und da muss ein Loch rein quasi. Und das setzt sich mit dieser Dekompressionsnadel. Die wird in den Brustkorb gesteckt. Und dann hört man wirklich, wie diese Luft dann dadurch entweichen kann. Also saugefährliche Situation kann damit gelöst werden. Was gehört noch dazu? Ist jetzt nicht hier drin, aber gehört dazu, wäre im Prinzip hier diese Rettungsschere. Die ist jetzt von Leatherman, habe ich auch schon in einem Video vorgestellt. Tut aber auch jede andere x-beliebige Schere. Die von Leatherman hat dann noch den Charme, dass hier noch ein Gurtschneider mit dran ist und ein Glasbrecher. Aber ansonsten Rettungsschere ganz wichtig, um Klamotten aufschneiden zu können oder mal einen Verband durchschneiden zu können. Sollte auch immer mit dabei sein. Und was ich auch immer noch als sinnvoll erachte, ist ein Multitool. Es gehört jetzt auch nicht direkt zur Medic-Ausrüstung dazu, aber ein Multitool kann auch, wenn ihr Splitter habt oder sonst irgendwas, was gezogen werden muss, das kann ich mit dem Multitool machen. Also auch ein sehr wichtiger Gegenstand. Und was viele unterschätzen, Licht. Ihr wisst nie, in welcher Situation das auftritt, Stromausfall, sonst irgendwas. Deswegen sage ich eine Kopflampe. Also gerade hier in der taktischen Ausrüstung sollte eine Kopflampe nicht fehlen, damit ich mit den Händen frei arbeiten kann. Ansonsten im Zweifelsfall tut es immer auch das gute alte Knicklicht. Habe ich schon gesagt, dass ich ein Knicklicht-Feti habe? Also Knicklichter immer mit dabei, hier bei mir in der Dump-Pouch, aber ansonsten müsste das hier untergebracht werden. Und zu allerletzt, was auch super wichtig ist, ein Stift. Hier habe ich jetzt mal einen kleinen Fischer Space Pen. Der nimmt mir viel Platz weg. Wozu brauche ich einen Stift? Zum einen solltet ihr immer notieren, wenn ihr einen TQ angelegt habt, wann ihr es angelegt habt. Deswegen ist hier auch dieser Streifen, wo auch hier schon Time steht. Das heißt, ihr jetzt schreibt die Zeit auf, wie lange das TQ denn angelegt worden ist. Und wenn ihr Medikamente verabreicht, jetzt nicht als normaler x-beliebiger Mensch, aber wenn jetzt ein Sunny oder sonst irgendwas ist, der ein Medikament verabreicht, das schreibt man dann auch noch irgendwo drauf, was verabreicht wurde, wie viel und wann. Dafür ist der Stift und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ergänzend zu diesen beiden Kits habe ich immer noch mal das sogenannte Bubu-Kit. Das ist quasi wirklich nur, um mir selber auch zu helfen. Kleinkit für Splitter, Schliffer. Hier nochmal eine kleine Klinge für, was weiß ich, wenn man sich irgendwo verletzt hat und da mal ein bisschen was aufschneiden muss. Pflaster. Und persönliche Medikamente, eine kleine Kanüle nochmal, um auch am Schliffer ranzukommen, Zecken, was weiß ich was. Das ist wirklich nur das Nötigste für den persönlichen Bedarf. Alles, was darüber hinausgeht, wäre dann hier im großen Kit drin. Das ist ein ganz normales, handelsübliches Erste-Hilfe-Kit, nur halt hier wasserdicht verpackt. Das wäre dann noch was, was im Rucksack getragen werden würde, zusätzlich nochmal, wo man auch ein Zahnreparatur-Kit mit reinpacken könnte oder weiß der Geier was. Ja? Also das ist wirklich dann schon far away, deswegen das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, ich hoffe, das war jetzt ein guter, grober Überblick für euch, was ihr so in euer Kit packen solltet oder was so eine Empfehlung ist, was drin sein sollte.
Wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr sagt, oh, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, abonniert den Kanal und denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.